Herzlich willkommen zu unserer Onyx-Tutorial-Serie. In diesem Video machen wir gemeinsam die ersten Schritte mit Onyx, bevor wir uns komplexeren Themen zuwenden. Onyx ist ein Statistikprogramm, das sich gut dazu eignet, komplexe Sachverhalte bildlich darzustellen und übersichtlich zu gestalten, das aber auch verschiedene Rechenoperationen automatisch übernimmt und deren Ergebnisse anzeigt. Onyx folgt dabei der Logik von Strukturgleichungsmodellen und führt alle Fragestellungen auf ein solches Modell zurück. Aber keine Sorge, wir gehen später noch darauf ein, falls ihr bisher noch nicht nach dieser Logik gearbeitet habt. Heute beschäftigen wir uns damit, wie man ein Modell erstellt, wie man Pfade zeichnet, wie wir unsere Daten mit dem Modell verknüpfen und wie wir das Modell speichern und laden. Wir zeigen das jetzt, indem wir zunächst ein kleines Modell erstellen. Hier sehen wir die noch leere Benutzeroberfläche von Onyx. Wir wollen nun unser erstes Modell Schritt für Schritt erstellen. Zunächst öffnen wir dafür einen Arbeitsplatz. Das funktioniert über die Schaltfläche Onyx mit einem Klick auf Create Empty Model. Dieses können wir dann an der rechten unteren Ecke beliebig in seiner Größe variieren. Die Maustaste halten wir dabei einfach gedrückt. Eine weitere Möglichkeit ist, ein Doppelklick irgendwo auf die Onyx-Benutzeroberfläche. Wenn man jetzt mit der rechten Maustaste auf das Modell klickt, kann man das Modell ganz unten über Close Model auch wieder löschen. Um nun mit unserem verbliebenen Modell zu arbeiten, reicht ein Rechtsklick auf die Oberfläche, sodass die verschiedenen möglichen Interaktionen aufgezeigt werden. Betrachten wir diese nun genauer. Zum Beispiel kann man dem Modell einen Namen geben. Dieses nennen wir Grundlagen. Direkt darunter befindet sich die Option Create Variable. Hierüber lassen sich konstante Variablen, latente Variablen sowie manifeste Variablen erstellen. Konstante Variablen haben immer den Wert 1. Latente Variablen sind solche, die wir nicht direkt gemessen haben, und manifeste Variablen beschreiben von uns erhobene Werte. Mit gedrückter linker Maustaste lassen sich diese dann auch frei im Modell verschieben. Übrigens lassen sich latente Variablen auch schnell mit einem Doppelklick auf die Benutzeroberfläche einfügen. Für manifeste Variablen drücken wir zunächst die Shift-Taste und machen dann einen Doppelklick. Konstante Variablen können nicht über eine Tastenkombination erstellt werden. Über einen Rechtsklick auf die Variable können wir wieder verschiedene Optionen auswählen, zum Beispiel über Delete Variable die Variable wieder löschen. Man kann auch mit Linksklick mehrere Variablen markieren und alle auf einmal löschen. Nun wollen wir einen Regressionspfeil von der konstanten zur manifesten Variable ziehen. Dafür klicken und halten wir mit der rechten Maustaste auf die konstante Variable und ziehen den Pfeil auf die Variable, auf die das Regressionsgewicht angewandt werden soll. Pfade, die wir so erstellen, sind automatisch fixiert. Man kann sie aber auch freigeben, damit sie frei von Onyx geschätzt werden. Dazu klicken wir mit rechts auf den entsprechenden Pfad und die Schaltfläche Free Parameter. Umgekehrt lassen sich die Pfade auch wieder über Fix Parameter fixieren. Wir zeigen jetzt, wie wir einen Datensatz in Onyx einfügen. Dazu kann man beispielsweise in Excel die entsprechenden Daten von Hand markieren und kopieren und dann in Onyx einfach über einen Rechtsklick und den Befehl Paste einfügen. Eine weitere Möglichkeit ist das Einfügen von Dateien mit kompletten Datensätzen. Das geht über die Schaltfläche Onyx und Load Model or Data. Hier markieren wir nun die entsprechende Datei und fügen sie mit dem Befehl Öffnen unserer Oberfläche hinzu. Auch diesen Datensatz ziehen wir nun unter unser Modell. Am einfachsten ist aber, den Datensatz direkt aus dem bereits geöffneten Ordner nach Onyx zu ziehen. Natürlich kann man die Datensätze auch ganz einfach wieder löschen. Das geschieht über das bekannte Menü und den Befehl Close Dataset. Wir schaffen uns jetzt hier ein bisschen Übersichtlichkeit
und ziehen den verbliebenen Datensatz, mit dem wir weiterarbeiten wollen, nach oben. Zum Schluss wollen wir noch kurz darauf eingehen, wie wir Modelle speichern und wieder laden können. Das ist insbesondere bei komplexen Modellen sinnvoll oder wenn man zu einem späteren Zeitpunkt an einem Projekt weiterarbeiten möchte. Zum Speichern rechtsklicken wir auf der Arbeitsoberfläche und wählen im Menü über den Punkt File die Option Save Model. Das Ganze kann nun in einem beliebigen Ordner abgelegt werden. Wir nennen die Datei auch hier wieder Grundlagen. Über Rechtsklick und die entsprechende Option kann das Modell nun bedenkenlos geschlossen werden. Zum Öffnen bzw. Laden klicken wir auf den Onyx-Button und wählen die Option Load Model or Data. Hier wählen wir unser zuvor gespeichertes Grundlagenmodell aus und öffnen das Ganze. Wichtig ist hier, dass die Daten jetzt noch nicht wieder mit dem Modell verknüpft sind. Der Datensatz lässt sich aber ganz einfach wieder mit gedrückter linker Maustaste in das Modell ziehen. Und alles ist wie vorher. Ihr solltet nun Folgendes können: wie man ein Modell erstellt und wie man einen Datensatz einfügt. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wünschen noch viel Erfolg mit Onyx.